Okay, auf die Plätze, fertig, los. Kommt. So, ich muss pipi. Nicht jetzt. Es ist wieder soweit. Johannes bekommt einen Glucose-Tracker. Ganz kurz in einem Satz. Das haben wir am Anfang verwendet, um zu sehen, welche Kohlenhydrate gut funktionieren bei Jesse und Johannes. Und jetzt testen wir den nochmal, um zu sehen, wie sich die Routine einpendelt. Hast du Bock? Ja, also die Routine pendelt sich hier momentan. Es, wie soll ich sagen, wir hatten eine richtig tolle Routine und jetzt in den letzten 10 Tagen soll sie auf einmal... Die Routine nochmal verstärkt werden. Also die geben jetzt nochmal alles die letzten 10 Tage. Ich habe das Johannes jetzt noch angemerkt. Nee, also ich muss sagen, wir haben gestern haben wir gegessen. Wir haben gegrillt und Grillen war echt immer so das Highlight, wo man sich den ganzen Tag drauf gefreut hat. Und auf einmal gab es da kein Gewürz mehr aus Fleisch. Das stimmt nicht. Pfeffer, Salz, Oregano. Ja, das haben wir dann hinterher drauf gemacht. Also heute Abend wollen wir das auch mal noch besser machen. Aber so wie ihr das Fleisch gewürzt habt, das war ja wirklich zum Abgewöhnen. Das hier ist diese Schussvorrichtung. Schön erklärt. Ich glaube, die Leute bekommen ein bisschen Angst hier. Hier? Ne, der Sensor ist da dran, ne? Und hier drüber lädt er sich auf, ne? Genau. Bloß keinen Fehler machen, wir haben nur einen. Pfeil auf Pfeil. Pfeil auf Pfeil, dann muss es rein. Okay. Yes. Hier, darf mir Johannes nicht zeigen, aber der ist eh hart im Nehmen. So, ist richtig. Bist du bereit? Das ist das Allerschlimmste, man fragt nicht, man macht's einfach. Und dann, Yes! Und dann klebt der. Der klebt richtig gut, aber zum Fixieren ist dieses Pflaster jetzt besser, gerade wenn man auch ins Wasser geht. Dann haben wir das auch noch schön, damit es hier auch nach Performance aussieht. So, herrlich. Passt doch perfekt zu deinem Outfit. Okay. Jetzt noch mit der App kalibrieren. Ja. Fertig. Hat er kalibriert? Sehr gut. Jetzt müssen wir eine Stunde warten und dann können wir dich tracken. Scheiße, ich kann den nicht einfach so trinken. Oh. Stunde der Wahrheit. Gehöre ich zum 1%, glaube ich, jetzt nach 70 Tagen trainieren. Denn unter 1% der Menschen schaffen es beim Bankdrücken über 100 Kilogramm zu drücken. Und ob ich das jetzt kann, nach 70 Tagen Training, wenn wir es feststellen. Das wäre schon nice. Bist du im 1%-Club? Ja, klar. Ja, klar. Wir zeigen. Das ist eine Frage. Erfolg. Wahnsinn, das müssen wir den Leuten erst erklären, die sagen ja, das sind ja nur 2x 20 Kilo. Und die Stange hat eben auch 20 Kilogramm. Also 20 Kilo, 20, 20. Und auf der anderen Seite ist es auch gleiche natürlich. Ah. Okay. Sehr gut. Beine strecken. Genau, genau. Sehr schön. Halt man auf 5 Sekunden der Linie. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, Mann. Wie viele hast du jetzt in 3 Sätzen? 30. Alter, Mann. Willst du nicht was zu der 70-Tage-Challenge sagen? Es ist ja so. Also, du hast was und du erinnerst dich nicht jedes Jahr, aber viele Jahre haben irgendwas, an das du besonders denken musst. Und 2022 wird immer das die Challenge sein, wo wir so diese, ja, diese Bewusstseinsveränderung, weißt du, so dieses nachhaltigere Leben, Betracht auf Ernährung, Sport, die Lebensweise halt so. Die Challenge hat wirklich so beim Jahr 2022 so die Headline gegeben. Das Jahr, in dem wir krass waren. Oder krass wurden. Und bleiben. Und ab 2022 bleiben wir einfach so sexy Mami und Papi, weißt du? Ja, Mann. Es geht los jetzt. Ist der Neopren? Wir ziehen keinen Neopren an. Ich schon. Wieso willst du Neopren anziehen? Das bringt ja gar nichts. Wir machen ein Eisbad und es geht auf die Kalte. Neopren macht ja genau das Gegenteil. Also komm, Eis holen. Ja. Doch, jetzt gar nicht so kalt, oder? Ja, genau so. Wir brauchen wirklich viel Eis. Und wir nehmen... Ey, also diesen Einsatzschatz, den habe ich mir schon lange zu Hause gewünscht. Okay. So, let's go. Let's go. Wer zuerst geht, hat es leichter. Ich hoffe, du bist sauber, Chris. Das ist noch mehr, Alter. Mhm. Schön brav machst du das. Mehr Eis. Echt? Ja, ein bisschen nervös, okay. Das kriegst du so eine kleine Mimose. Das wird man ja gar nicht denken, wenn man ihn sieht, oder? Ja, man will eigentlich denken, das ist eine richtige Maschine.
Ein richtiges Tier. Ist er auch. Beim Training ist er das auch. Aber bei sowas da... Da ist es schön eher auf Kuscheln. Ja, es ist schon sehr kalt. Boah! Jetzt habe ich hier noch Kühlakkus. Kommen jetzt auch noch hier rein. Mehr haben wir nicht. Guck mal, die Eisbürger tauen schon. Das ist ja schon ein eindeutiges Zeichen. Okay, also, dann. Uff, Alter, nicht schlecht, Wolf. Nicht schlecht. Ja? Ja, Mann. Okay, auf die Plätze. Fertig, los. Komm, komm. Festhalten, festhalten. Warte kurz. Müssen wir jetzt runter? Jetzt geht's runter. Oh mein Gott. Oh und mein Gott. Sobald der Po das Wasser berührt, nee, Mann. Einfach hinsetzen. Auf die Plätze. Das ist doch voll hart. Okay, Johannes, das ist einmal. Und die Arme unter Wasser. Oh mein Gott, du bist so ein... Arme unter Wasser und atmen. Kann ich nicht. Komm rein. Performance-Haller. Wo ist denn der ausgebildet worden? Der war bei den Pfadfindern, ne? Das ja. ist das Einzige, was ich weiß. Was ja. kann man da? Guck mal meine Gänsefelle. Der Junge ist hier entspannt, ne? Also, nee, das ist alles kurz. Atmen, das ist alles kurz. Das hat er sich vorher, weißt du, bei YouTube angeschaut. Ich muss pipi. Nicht jetzt. Das Allerbeste ist jetzt, du musst zu überlegen, das Gefühl gleich, wenn du rauskommst. Diese Belohnung, die Challenge, 5 Minuten Schatz schaffen wir, ne? Das Beste, was jetzt gleich mit Christus macht. Hey Christus! Ich gehe genauso rein wie du, ist mir scheißegal. Und jetzt langsam raus. 6, 7. Oh. Also ich muss sagen, ich finde es gerade schade, dass es nicht kälter war. Okay, also Eis-Challenge geschafft. Jetzt kommt ja der absolut coolste Part. Jetzt gucken wir uns an, wie Chris das macht. Okay. Wow. Das Ziel ist, wenn es losgeht und es geht los. Wow. 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 Ich schweb hier raus, das ist echt bewusst, ne? Ja, aber du musst ein bisschen tiefer gehen. Das ist ja, erzähl mal, wo bist du? Du machst. Ey, ganz ehrlich. Boah. Mit dem Kopf. Mit den Schultern. Boah. Mit den Schultern. Komm, bis zur Schulter. Nach einer Zeit geht's aber. Ja, ich weiß ich erst. Okay, Chris, die letzten 20 Sekunden. Crazy, nicht schlecht. Das war jetzt echt nice. Ich glaube, Johannes hat recht behalten. Danach fühlt man sich auf jeden Fall besser. Jetzt ist es Zeit für Spa. Wir müssen meinen Spin finden. Ja, kaum habe ich einen Bademann dran, schon fühle ich es. Ich weiß nicht, wir schauen immer so, dass wir uns zweimal im Monat gönnen wir uns an einem Samstagnachmittag Spa. Nur sie und ich, schöne Massage, Handy aus, Dampfbad, Kältebecken, Sauna, liegen, relaxen, einfach nur chillen. Und jetzt warte ich hier, bis sie auch fertig wird. Wir haben den ganzen Spa für uns alleine. Heute einfach mal nichts tun. Zwei Stunden lang. Danach machen wir noch kurz Kryo. Aber jetzt erstmal Dampfbad, Kältebecken und nochmal Dampfbad. Papa freut sich richtig. Oh, ich bin so eine Spa-Maus.